Moin. Baumann, Lehrer aus Berlin, lese gerade die BZ. Es ist der 1. April 2021. Jo. Und nach einigen Seiten Fußballablenkung kommt es dann. Die Grüppchenbildung. Mein Jott, das sieht ja aus wie eine Demo, ja. Haben die ja echt Schwein gehabt, dass die die nicht aufgelöst haben. Ja. Gut, also ich kann nicht so toll berlinerisch, sollte das werden, aber ein Museum öffnet, ein anderes schließt. 11% der Berliner sind geimpft. Und wie geht's weiter? Was gibt's noch? Tote wurden zum Impfen eingeladen. Eine 84-Jährige wurde vergessen bei der Einladung. Also wäre ganz positiv, wenn man seine eigene Einladung weitergeben könnte. Ja, würde ich jetzt glatt tun. Ich habe eine Einladung zur Impfung. Brauche ich nicht. Die Warnungen der Kinderärzte werden in den Wind geschlagen. Ja. Aus Trümmern erhebt sich neues Leben. Das glaube ich wohl kaum, wenn wir demnächst eingesperrt werden. Die meisten Gäste kamen in Uniform. Clan-Hochzeit. Sowas findet statt zurzeit, ja. Also Full House. Und dann noch irgendwie, weiß nicht, Hundertschaft oder so davor. Ja, steht da. Eine Polizeihundertschaft trat am Dienstag zu einer Clan-Hochzeit an. Da haben sie denn aufgepasst, dass sie alle den Abstand einhalten, ja. Wer soll da noch Vertrauen haben? Ein paar dumme Gesichter dazu. Naja, also, habe ich ja schon vor einiger Zeit gesagt, was ich davon halte, von diesen Personen. Der Kretschmann, der scheint auch irgendwie Schiss zu haben, dass ihm die Leute wegsterben wegen Corona. Man kann auch andere Ängste haben, warum die Leute wegsterben, Herr Kretschmann, ja? Tja, und dann geht es noch weiter mit ein paar Seiten Fußball und dann ist die Zeitung fertig. Oh. Und das war der April-Scherz 2021. Bis zum nächsten Mal.